Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute von der Firma Retec. Wir haben heute hier ein neues Fahrzeug. Heute haben wir mal was ganz anderes, etwas Amerikanisches. Und zwar ein Chrysler Silverwing, ein Fahrzeug, das wie immer nicht angeht. Und zwar war das Fahrzeug seit, ich erzähle mal kurz was zum Fahrzeug. Das Fahrzeug ist seit 7 Monaten bei einer Partnerwerkstatt gewesen. Man hat versucht, das Radio auszutauschen. Seitdem man das dann wieder zusammengebaut hat, ging das Auto nicht mehr an. Die Kollegen haben dann auch mal nochmal ausgelesen gehabt. Es liegt keine Kommunikation mehr mit dem Motorsteuergerät vor. Das Motorsteuergerät wird über die Diagnose auch gar nicht mehr dargestellt, nach dem Sinne, nicht mehr angezeigt, was letzten Endes dazu führen kann, dass das Auto nicht mehr startet. Wenn ein Motorsteuergerät in der Diagnose nicht erkannt wird, ist es letzten Endes unmöglich, dass ein Auto angeht, weil eine Motorsteuerung erfolgt über das Motorsteuergerät, und wenn das Motorsteuergerät nicht erkannt wird, dann kann das Auto auch nicht starten. So, kurz gesagt, gibt es jetzt hier einen elektronischen Fehler. Wir haben auch im Display eine Fehlermeldung No Campus. Campus ist letzten Endes das Campus-System im Fahrzeug, das, wo alle Steuergeräte drüber laufen. Man muss sich das so vorstellen wie eine Schiene vom Zug, und die Steuergeräte sind alle mit diesem Campus verbunden. Früher war das so, dass mehr Kabel verwendet worden ist. Es wurde für jede Verbindung ein Kabel genommen. Das hat dazu geführt, dass das Auto automatisch schwerer wurde, dass viel Kabel verwendet worden ist, ein Auto auch viele Kabel hat, was letzten Endes auch ziemlich viel Geld kostet. Und wenn es um Kosten und Nutzen geht, dann hat man letzten Endes das Kabel ausgelassen, hat dadurch ein Campus ersetzt, und durch dieses Campus-System hat man letzten Endes auch eine viel schnellere Kommunikation zwischen den Steuergeräten. Man hat natürlich ein größeres Spektrum an Möglichkeiten der Ansteuerungen dann am Fahrzeug, als wenn man Kabel benutzen würde. So, durch dieses Campus-System kann man auch automatisch einfacher die Steuergeräte auslesen, weil die Steuergeräte auch alle miteinander verbunden sind, und das geht alles über diesen Campus-System, kurz und einfach erklärt. Und wenn man jetzt zum Beispiel auslesen tut, dann steckt man ja dieses Diagnosegerät, je nachdem was für eins man hat, über diesen 16-Pin Diagnosestecker dran, und dann kann man über dieses Diagnosegerät auch alles auslesen, was mit diesem Campus halt verbunden ist. Und wir haben hier letzten Endes jetzt aktuell das Motorsteuergerät nicht mit dem Campus. Ist das Motorsteuergerät nicht mit dem Campus verbunden? Das kann natürlich deswegen sein, weil das Motorsteuergerät defekt ist oder weil es eine Kommunikationsstörung zwischen dem Campus und dem Motorsteuer gibt. Ich glaube, ich rede gerade ein bisschen zu viel, deswegen werden wir uns jetzt dem Ganzen mal widmen. Wir werden von dem Theoretischen in das Praktische übergehen und euch mal zeigen, welche Steuergeräte über die Diagnoseschnittstelle angezeigt werden. Und dann kann man Schritt für Schritt dieses Problem lösen. Und wir hoffen, dass am Ende dieses Fahrzeug startet und der Kunde dann auch glücklich darüber ist, dass dein Fahrzeug wieder im Straßenverkehr unterwegs ist. Wir befinden uns jetzt hier im Fahrzeuginneren. Wir sehen hier ganz klar vorne, dass wir kein Campus-System haben. Und zwar ist es nicht möglich, über das Diagnosegerät die Motorsteuergeräte bzw. andere Module auszulesen. Also es ist kein Zugriff auf kein Motorsteuergerät, was letzten Endes dazu führt, dass wir auch das Fahrzeug nicht starten können. Der Anlasser lässt sich auch nicht dadurch betätigen. Heißt letzten Endes, wenn wir den Schlüssel einmal rausziehen und dann wieder reinmachen und einmal drehen, passiert nichts. Ja, es ist so gesehen kein Startvorgang möglich. Wie denn auch? Wir hatten es ja auch vorhin erklärt gehabt, wie das ganze System funktioniert über den Campus. Die ganzen Steuergeräte sind über den Campus miteinander verbunden, und dementsprechend haben wir auch hier keinen Startvorgang, weil letzten Endes die Kommunikation zwischen den Steuergeräten nicht stattfindet. Liebe Freunde, das Auto läuft wieder. Wir können das Auto behutsam starten. Wie ihr sehen könnt, läuft das Auto jetzt ohne Probleme. Wir hatten ein Problem im Campus-System. Das haben wir ja auch zuvor hier gesehen gehabt. Und zwar lag es daran, dass das Campus-System ja in dem Sinne einen Kurzschluss hatte. Der heißt, kann low, kann high, kam zusammen. Ich frage mich, woran das liegen kann. Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das was damit zu tun hat, dass man was am Radio gemacht hat. Da muss irgendetwas anderes passiert sein.
Vielleicht gab es da einige Reparaturversuche, wo das dann irgendwie dann zustande kam. Letzten Endes haben wir hier das Auto wieder zum Laufen gebracht. Der Kunde wird wahrscheinlich heute auch noch was dazu sagen. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, das Auto läuft, wir sind zufrieden. Der Kunde wird wahrscheinlich auch zufrieden sein. Wünschen wir euch alles Gute. Ja, Chrysler Sebring, wenn es Probleme damit gibt, einfach kontaktieren. Elektronikprobleme, Steuerprobleme oder sonstiges. Wir stehen zu eurem Dienste. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich alles Gute von der Firma Rizek. Ich wünsche euch natürlich alles Gute von der Firma Rizek.